Ich darf Sie begrüßen. Mein Name ist Nathalie Pöpel. Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Kollegen und Kolleginnen aus dem USDLL-Projekt. Sie sehen sie jetzt auch gerade da schon live zugeschaltet. Axel Wolpert, Julia Grigorieva und Johanna Fricke. Und ich begrüße natürlich auch schon mal unseren Gast, Carsten Morisse, der heute zu Inverted Classroom und EduScrum uns etwas erzählen wird. Wir befinden uns hier in einer Veranstaltungsreihe zum Ideenpool. Und ich möchte Ihnen vorab noch ein paar Informationen geben. Und dann steigen wir aber auch schon gleich mit dem Gastvortrag ein. Sie erhalten gleich noch ein paar Informationen zu unserem Projekt und natürlich auch zu unserem Gast. Und wir möchten oder wir werden den Vortrag aufzeichnen, weil wir ihn hinterher gerne auch noch mal zur Verfügung stellen möchten. Deswegen ist die Bitte an Sie, gerne die Kameras dann auch wieder ausstellen und auslassen, dass Sie Fragen und Anmerkungen, die Sie haben zu dem Thema, gerne in den Chat schreiben und Herr Morisse wird dann in der Diskussionsphase darauf eingehen. Wir haben es so abgesprochen, dass der Vortrag ungefähr 50 Minuten umfassen wird und dann haben wir noch gute 30 Minuten für Diskussion, Erfahrungsaustausch und alle Fragen, die Sie dazu noch beantwortet haben möchten. Sie werden auch die Gelegenheit haben, die Folien von Herrn Morisse direkt in BigBlueButton downloaden zu können. Das sehen Sie dann gleich, wenn wir die Slides wechseln. Okay, ein bisschen möchte ich Ihnen zu dem Framing heute erzählen. Wir sind im USDLL-Projekt angestellt, Digitales Lernleben. Das ist ein Projekt, was von der Stiel-Stiftung gefördert wird. Und Idee oder Intention des Projektes ist es, dass wir die Erfahrung aus der Corona-Zeit mit der digital gestützten und unterstützten Lehre, das, was gut funktioniert hat, jetzt versuchen in die Präsenzzeit, wo wir uns eben wieder vor Ort auch mehr in der Lehre bewegen, zu integrieren und das Gute halt zu überführen. Und auch da weiterführen und weiterentwickeln. Und in diesem Zuge ist ein Ideenpool entstanden und Sie sehen es hier schon in diesem digitalen Ideenpool-Bild, der sich in fünf Bereiche aufgliedert. Jede Person steht hier für einen Bereich, also zum Beispiel der Bereich Präsenzzeit sinnvoll oder wertvoll nutzen. Dann geht es um Lehren und Lernen flexibilisieren, aber auch um das eigenverantwortliche Lernen, darum digitale Tools souverän zu nutzen, aber auch Kompetenzen für eine digitalisierte Welt zu entwickeln. Das sind so die Bereiche, in denen wir versuchen, Ideen praktisch aufzuarbeiten. Das geschieht als Work in Progress, auch im Austausch mit Ihnen als Lehrende. Und dazu dient auch heute dieser Vortrag, der so ein bisschen angesiedelt ist in diesen Bereichen zwischen Lehren und Lernen flexibilisieren, denn es geht um Inverted Flipped Classroom. Es ist ein Konzept, das eben vieles auf den Kopf stellt, was man sonst so aus der klassischen Vorlesung kennt. Es geht aber auch um eigenverantwortliches Lernen, weil gerade für solche Konzepte, die stark auf selbstverantwortliches Lernen setzen, eben nochmal spezielle Unterstützung benötigt werden für die Studierenden. Im Rahmen dieser Ideenpool-Veranstaltungen entstehen Praxistipps zur Weiterentwicklung Ihrer Lehre. Und wir haben jetzt so eine Kartensammlung, die in der zweiten Version veröffentlicht ist. Und Sie finden in den geteilten Notizen, wenn Sie links einmal in den Big Blue Button-Raum über der Teilnehmerliste sehen, dann kommen Sie zu den geteilten Notizen. Wenn das für Sie interessant ist, dann können Sie sich die Praxistipps auch gerne runterladen in der aktuellen Version. Und ich zeige Ihnen mal eine Beispielkarte. Wir haben da versucht, evidenzbasiert und sehr praxisorientiert kurze, knackige Tipps zu geben, die Sie in Ihrer Lehre relativ unaufwendig umsetzen können. Und eine Tippkarte bezieht sich zum Beispiel auch hier auf den Flipped Classroom. Da geht es um Planungs- und Reflexionshilfen für Studierende und wie man die im Flipped Classroom einsetzen kann. Und diese Karte hat schon auch mit unserem Gast zu tun, denn diese Darstellung und diese Infos basieren auf einem Text, auf einem Artikel, den Herr Morisse mitgeschrieben hat. Da geht es um Selbstregulation im Flipped Classroom. Also insofern ist das Thema auch bei uns da angesiedelt. Und wir freuen uns, dass es gleich noch was zum EduScrum dann in diese Richtung gibt. So viel dazu. Und dann möchte ich schon zu unserem Gast Carsten Morisse überleiten und ihn ein bisschen was über ihn erzählen. Wenn Sie an der Hochschule oder von der Hochschule kommen, dann kennen Sie ihn natürlich, aber an der Uni ist er vielleicht Ihnen noch nicht bekannt. Er ist seit 2000 Professor für Medieninformatik an der Hochschule Osnabrück, war vorher ein Jahr an der FH Trier, ich glaube eine Professur für Multimedia war das, aber seit 2000 ist er nun hier.
Und seitdem hat er wirklich vielfältige interne und externe Projekte mit E-Learning-Fokus und Schwerpunkt eingeworben oder war auch daran beteiligt. Auch in den geteilten Notizen sehen Sie einen Link zu seiner Seite, seiner Homepage an der Hochschule. Da können Sie nochmal genauer nachgucken, wenn Sie das interessiert, was das für Projekte alles waren. Er hat auch viele Veröffentlichungen zum Thema Multimedia und E-Learning veröffentlicht. Und seit 2007 ist er mit dem Lehrkonzept Inverted Classroom unterwegs, wobei er das am Anfang, glaube ich, noch gar nicht unter diesem Begriff eigentlich gefasst hat. Genau, schüttelt schon den Kopf. 2009 war er Mitbegründer des E-Learning-Kompetenzzentrums der Hochschule Osnabrück. Das ist so ein bisschen die Schwestereinrichtung hier zum Virtuos. Und er hat das auch bis zum letzten Jahr geleitet, also ungefähr 12 Jahre waren das dann. Er hat 2009 den Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen gewonnen. Und das ist vielleicht für uns auch nochmal interessant. Das war nämlich in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Oliver Vornberger. Wenn Sie hier von der Uni Osnabrück kommen, vielleicht kennen Sie ihn noch. Da ging es um Kooperation zwischen der Hochschule Osnabrück und der Uni Osnabrück, auch im Bereich E-Learning. Und da haben sie zusammen diesen Wissenschaftspreis gewonnen. Und einen Aspekt möchte ich Ihnen gerne jetzt noch vorstellen. 2019 hat Carsten Borisse eine Podcast-Reihe unter dem Titel Hochschulstimmen mit der Abteilung Kommunikation und Marketing an der Hochschule initiiert. Und da gibt es ganz viele Interviews mit Lehrenden der Hochschule Osnabrück. Und es sind über 30 Folgen mittlerweile entstanden. Und in einer Folge war er auch selber zu Gast. Die können Sie sich also auch gerne anhören. Und die Folge hat einen bezeichnenden Titel, wie ich finde. Nämlich, wenn ich in meiner eigenen Lehre nicht experimentiere, ist das wie Fließbandarbeit. Und ich glaube, das passt ganz gut und drückt das sehr aus, wie Carsten mit Lehre umgeht und auch, wie sich so der Flipped Classroom über die Jahre bei ihm entwickelt hat. Und dazu werden wir gleich auch noch mehr hören. Und ich wechsle jetzt einmal zu den Vortragsfolien von Carsten. Sie müssen das sehen. Und hier unten ist so ein kleiner Pfeil, wo Sie sie dann auch runterladen können. Und mit diesen Aspekten oder mit diesen Worten möchte ich dann auch das Ganze an Carsten übergeben und würde sagen, wir anderen machen unsere Kameras aus und dann ist die Bühne bei dir und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, wunderbar, ganz herzlichen Dank. Kann man mich verstehen? Passt das? Ich bin immer so mit Button, das funktioniert manchmal nicht so gut. Ja, das war ja eine wunderbare Einleitung. Ganz herzlichen Dank. Passte auch alles, glaube ich, sehr gut. Fühlte ich mich sehr gut aufgehoben. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Inverted Classroom und Scrum in der Lehre, wie lässt sich das verbinden? Ich habe das jetzt mal so aufgebaut, dass ich gesagt habe, wir gucken uns jetzt mal drei Sachen an. Und zwar vielleicht der ein oder die andere ist vielleicht auch im Überlegen, ist das denn ein Format für mich? Da kann ich von vornherein schon sagen, das kostet Zeit, so ein Format zu entwickeln. Und ich werde auch so ein bisschen nachzeichnen, wie sich das bei mir entwickelt hat. Sozusagen, ich sag mal, die Liebe für diesen Inverted Classroom. Ich werde das von drei Veranstaltungen machen. Werde ich ganz kurz skizzieren, wie sich das sozusagen bei mir entwickelt hat und auch wie ich dann die einzelnen Elemente aus dem Inverted Classroom in diesen Veranstaltungen einsetze. Dann werde ich ganz kurz einen Exkurs machen zum Thema Scrum. Im Prinzip eine Projektmethodik oder Entwicklungsmethodik, die ich halt dann sozusagen mit dem Inverted Classroom integriert habe. Und dann gucken wir uns anhand eines Beispiels an, wie denn der Inverted Classroom oder Flipped Classroom und Scrum im Zusammenspiel aussieht. Ja, das ist so das, was ich mir gedacht hatte. Und einfach noch mal ganz kurz so ein paar ganz allgemeine Bemerkungen zu diesem Thema Inverted Classroom. Naja, wie Nathalie das eben schon sagte, wir drehen halt einiges auf den Kopf. Das ist sozusagen hier die traditionelle Lehre. Ja, typischerweise, also insbesondere beispielsweise aus der Fachdomäne, aus der ich komme, so den naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. In der Regel wird vorher doziert. Das heißt, wir haben eine instruktionsbasierte Lehre. Und im Anschluss gibt es dann halt Übungen, Vertiefungen in unterschiedlichen Formen, wo der Studierende in der Regel alleine sitzt. Im Hörsaal sitzen die alle gemeinsam, da redet aber die Person, die halt vorne steht. Und beim Inverted oder Flipped Classroom, da drehen wir die Sachen jetzt um. Die Studierenden kommen im Idealfall vorbereitet in die gemeinsame Zeit. Ja, also sozusagen die Lehrperson habe ich mal hier mit so einer Krawatte ausgezeichnet. Da soll die Lehrperson darstellen. Die Studierenden kommen vorbereitet anhand unterschiedlicher Materialien. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu.
Und dann wird halt die gemeinsame Zeit, die ja im Kontext, sage ich mal, eines gesamten Modules, wenn wir bei uns so ein Modul haben, ich sage mal so 5 ECTS, dann gehen wir von 150 Arbeitsstunden aus, wo ja diese gemeinsame Zeit eigentlich nur ein kleiner Teil davon ist. Ja, und dass wir diese kostbare Zeit halt dann auch gemeinsam nutzen. Und da würde ich ganz gerne ein bisschen Einblick heute gewähren, ja, was ich da so gemacht habe, wie ich damit umgehe. Und so die klassische Aufteilung von so einem Inverted Classroom oder Flipped Classroom, das sind im Wesentlichen drei Phasen. Da will ich auch noch mal ganz kurz allgemein was zu sagen. Ich starte mal mit der Pre-Class-Phase. Das ist halt die individuelle Vorbereitung. Und diese Begrifflichkeit Classroom, die ist ja noch mal so richtig prominent geworden durch Bergmann-Sems 2012. Haben die da viel mit videobasierten Materialien gearbeitet. Da ist das sozusagen, hat das einen enormen Schub erfahren. Die Begrifflichkeit selbst wurde, ich meine, erstmalig 2000 in zwei Artikeln erwähnt und Nathalie hat das eben schon gesagt, ich setze das seit 2007 ein, da wusste ich beim besten Willen noch nicht, dass das so heißt. Ja, auf den Begriff bin ich dann selbst später auch erst gekommen. Ja, und diese Vorbereitung, das müssen aber jetzt nicht ausschließlich Videos sein. Ja, das kann alles Mögliche sein und ich sage mal gerade so in vielleicht geisteswissenschaftlichen Disziplinen, da ist der vorbereitete Studierende, der sich vielleicht Texte durchgelesen hat, das ist vielleicht die Standardform der Lehre seit jeher. Ja, aber in anderen Disziplinen ist das halt eher neu, ungewöhnlich, sage ich mal. Und was man jetzt zur Vorbereitung nimmt, ja, das kann alles Mögliche sein. Es können Texte sein, es können Videos sein, es können Podcasts sein oder. Dann geht es in die In-Class-Phase, die halt jetzt muss ja nicht mehr vorgelesen werden, geht halt, hat man die Zeit dafür, mit den Studierenden gemeinsam zu arbeiten. Das heißt, da können dann beispielsweise Fallbeispiele bearbeitet werden, Übungsaufgaben in kleinen Gruppen, in größeren Gruppen. Das kann auch für spontane, ich sag mal so Mini-Vorlesungen, so Just-in-Time-Teaching genutzt werden. Auch da gehe ich gleich später nochmal drauf ein. Und dann die dritte Phase, das ist die Post-Class-Phase. Das ist dann vielleicht nochmal die individuelle Nachbearbeitung oder Nachbereitung der In-Class-Phase. Auch das kann unterschiedlich genutzt werden. Da können dann vielleicht nochmal Übungen zur Reflexion angeboten werden oder beispielsweise Musterlösungen, die verteilt werden zu Übungsaufgaben, die während der In-Class-Phase bearbeitet wurden, können dann von den Studierenden nochmal durchgegangen werden, mit den eigenen Lösungen verglichen werden. Und aus meiner Sicht die wesentlichen Herausforderungen bei dem Inverted Classroom, das sind zwei Stück. Und zwar das eine ist, ja, mit welchem Material arbeite ich eigentlich? Ja, da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Und aus meiner Sicht der Knackpunkt für den Erfolg des Inverted Classroom ist eigentlich, dass ich diese gemeinsame Zeit wirklich für aktives Lernen nutze. Also was machen wir eigentlich während dieser gemeinsamen Präsenzzeit? Und zweiter Punkt, das ist natürlich überhaupt nicht so, dass alle Studierenden jetzt wunderbar vorbereitet kommen. Das werden sie alle kennen, wenn sie in der Lehre tätig sind und sie ihnen irgendwas aufgeben. Also die Herausforderung, wie denn dieses eigenverantwortliche Lernen, wie das denn in der Tat gelingt. Ja, das sind aus meiner Sicht die zwei zentralen Herausforderungen oder von mir aus auch drei zentralen Herausforderungen, die mit dem Inverted oder Flipped Classroom einhergehen. Und so ganz allgemein, so auf der Metaebene oder ganz hohen Flughöhe betrachtet, würde ich sagen, Inverted Classroom funktioniert ganz gut, wenn die Instruktion der praktischen Anwendung vorausgeht. Ja, also wenn die Studenten irgendwas sich erarbeiten müssen, dann sozusagen anwenden, üben, wenn das sozusagen in eine gewisse Reihenfolge zu bringen ist. Und wenn ich das typischerweise als Vorlesung mache, ja, dann würde ich einfach mal behaupten, dass die Vorlesung relativ wenig verliert, wenn ich das durch eine Vorlesungsaufzeichnung ersetze. Und da sind wir mittlerweile heute technisch ja so weit in der Lage, dass wir Vorlesungsaufzeichnungen relativ unproblematisch erstellen können. Ja, gerade in Osnabrück haben wir ja relativ viel entwickelt mit dem OpenCast-System. Und der dritte Punkt ist, dass halt die gemeinsame Präsenzzeit zwischen Lernenden und Lehrenden, dass das eigentlich viel zu schade ist, als dass da sozusagen ein Monolog aus Sicht des Lehrenden erfolgt, sondern dass man diese kostbare Zeit halt irgendwie besser nutzen kann. Ja, und warum das Ganze? Ja, weil Lernen natürlich, das ist seit jeher sozusagen einer der Aspekte von E-Learning, dass wir eine gewisse individuelle Autonomie den Studierenden übergeben, hinsichtlich zeitlicher Unabhängigkeit, örtlicher Unabhängigkeit, ihr eigenes Lerntempo bestimmen können. Was aber auch ein ganz wesentlicher Aspekt ist, wenn ich jetzt
die Zeit, die Präsenzzeit nutze, um mit den Studierenden in Dialog zu treten, habe ich auch ein viel besseres Gespür und Gefühl dafür, was bei den Studierenden ankommt und wo eigentlich die Schwierigkeiten sind, um sie dann besser unterstützen zu können. Ja, und sowohl das Kooperativwork zwischen den Lehrenden und Lernenden, aber auch zwischen den Lernenden untereinander, kann ich natürlich mit solchen Ansätzen wie dem Inverted Classroom eigentlich ganz gut fördern. Es ist jetzt gerade eine neue Metastudie im September veröffentlicht worden, nochmal so ein bisschen zur Wirksamkeit. Da möchte ich aber gar nicht großartig drauf eingehen, da möchte ich eigentlich nur verweisen auf auch ein ganz aktuelles Video von dem Jörn Lukischach von der Fachhochschule Bielefeld, der sich nochmal mit der ja, Wirksamkeitsforschung da auseinandergesetzt hat und auch von der Problematik da schildert, dass das halt, sage ich mal, wirklich ein komplexes Untersuchungsobjekt ist, dass wir selbst, Nathalie und ich, wir haben ja auch Untersuchungen durchgeführt vor einiger Zeit und sozusagen, was dann wirklich die Ursache ist, was Wirkung ist, ist halt wirklich schwerlich zu beurteilen. Ne? Und der Jörn Lobischbach, der plädiert dafür, dass man sich halt sozusagen mit seinem eigenen Unterricht auseinandersetzt, den versucht selbst zu beforschen. Und ich würde einfach ganz gerne hier darauf verweisen, das ist wirklich ganz spannend nochmal anzuschauen und würde aber jetzt sozusagen auf Wirksamkeitsforschung gar nicht eingehen wollen. Ich möchte es heute ganz gerne eigentlich so ein bisschen praktischer aufziehen, um Sie einfach teilhaben zu lassen, sozusagen zur Gestaltung der einzelnen Phasen, um dann später überzuführen, auf die Kombination mit dem Scrum. Ja, Umsetzungsbeispiel. Ich habe da jeweils immer eine Grafik, einmal ganz kurz. Ja, Nathalie sagte das eben schon. Ich habe 2007 damit angefangen. Das hat sich bei mir eigentlich aus meiner intrinsischen Neugier entwickelt. Ich habe seit jeher eine Veranstaltung Audio-Videotechnik an der Hochschule Osnabrück unterrichte ich. Ja, und komme selbst aus der Streaming-Ecke, Video-Streaming. Ja, und wenn man, sage ich mal, so einen fachlichen Hintergrund hat, dann kommt man relativ schnell darauf, seine Veranstaltungen live zu übertragen oder aufzuzeichnen. Da habe ich, glaube ich, 2003 oder 2004 mit angefangen. Ja, und irgendwann, wenn man sie dann aufgezeichnet hat, dann stellt man sich natürlich die Frage, ja, was mache ich eigentlich mit diesen Aufzeichnungen? Und so ist bei mir eigentlich die erste Idee entstanden, ja, das sozusagen in der Lehre auch integriert einzusetzen. Ja, das ist dann genau, das ist sozusagen die erste Veranstaltung, in der ich das gemacht habe. Das war auch das Fach Audio-Videotechnik. Ähnliche Grafik wird uns jetzt gleich noch dreimal oder zweimal nochmal begegnen. Da ist einmal immer so ein bisschen der Zeithorizont abgebildet. Dann sozusagen die Präsenzzeit. Was mache ich da eigentlich? Dann im Prinzip so eine Organisationsplattform, Lernmanagementsystem. Was ist sozusagen das Material, Textmaterial? Was ist das Videomaterial? Und gegebenenfalls noch Assessments. Und wenn ich eine Veranstaltung übernehme, neu übernehme, muss ich mich natürlich erstmal irgendwie einarbeiten. Das heißt, typischerweise starte ich nicht von Anfang an gleich mit so einem Inverted Classroom, sondern mache meine reguläre Vorlesung. Und ich bin ein Freund davon, das, was ich dann später als Videos produziere, dass ich das auch live im Hörsaal produziere. Also ich tue mich wirklich schwer, das zu Hause zu machen, weil ich dann, naja, wenn ich dann während der Aufzeichnung feststelle, Mensch, da habe ich mich irgendwie vertan, mache einen Fehler, dann stoppe ich die Aufnahme oder muss hinterher schneiden, dauert unendlich viel länger, als wenn ich es live im Hörsaal mache. Mit der Gefahr natürlich, dass ich mich da vielleicht auch mal verhaue, vertue, vielleicht auch einen Fehler einbaue. Aber vom Arbeitsaufwand ist das halt kein zusätzlicher Aufwand. Und ich fühle mich wohl damit. Das muss aber auch jeder für sich selbst beurteilen. So, und irgendwann kommt man an den Punkt, jetzt habe ich irgendwie ganz viele Videos gesammelt, dann wechsle ich, ich habe es damals Live-Coaching genannt oder Lecture on Demand. Und ja, wir haben damals mit verschiedenen Videoformaten experimentiert, eine Vorläufer von dem Open Cast, weil das wird präsenter, was am Virtuos entwickelt wurde. Ja, da war ich einer der ersten Pilotkunden. Das ist hier so ein synchronisiertes On-Demand-Streaming, also Folie und Referent parallel. Bin dann irgendwann, das war auch zeitgleich, beispielsweise mit Oliver Vornberger, wir haben damals Podcasts beide produziert, waren in den Apple, in dem iTunes Store, immer relativ hoch gerankt. Damals gab es noch nicht so große Nutzungszahlen wie heute, darum war das kein Kunststück. Ja, und als Textmaterialien hatte ich einfach nur Folien mit Annotationen versehen. Wir haben das, und genau, ich habe das dann damals sozusagen hier gewechselt. Und bin damals eigentlich völlig naiv in diese Präsenzphase reingegangen und habe die sozusagen gar nicht großartig gestaltet, sondern es war eher so ein offenes Frageformat, was ich da durchgeführt habe.
Ja, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, was mache ich eigentlich während dieser Phase, während dieser gemeinsamen Zeit. Da gab es Veranstaltungen, die waren nach 10 Minuten beendet. Es gab aber auch Veranstaltungen, da haben wir 90 Minuten lang intensiv diskutiert. Das kam halt darauf an, was vielleicht gerade das Thema war. Wir haben das dann relativ umfangreich untersucht. Das war eine Diplomarbeit damals von der Svenja Wichelhaus, nach wie vor Mitarbeiterin bei uns im Medienlabor. Wir haben die Studierenden in ein Usability-Labor gesetzt, wie sie mit den Materialien arbeiten, Fragebögen entworfen. Und ja, ich habe mal hier so die Erkenntnisse aufgeführt. Ja, Studierenden haben schon erkannt, es ist förderlich für das selbstorganisierte Lernen, haben aber auch eine gewisse Mehraufwand empfunden, weil die studentische Sicht auf so eine, sage ich mal, Modulbeschreibung und der entsprechenden Kalkulation der Arbeitszeit ist eine etwas andere als unsere, wenn wir so ein Modul konzipieren. Ja, die sehen halt im Wesentlichen die Präsenzzeit. Darum kommt es da relativ schnell zu einem Mehraufwand. Die Eigenverantwortlichkeit wurde natürlich erkannt. Für einige war es eine Förderung, für andere war es eher eine Forderung. Und was definitiv nicht der Fall war, dass irgendwie der Wert der Coaching-Sitzung, nämlich als ein Ort, wo man ja seine Fragen einbringen kann, diskutieren kann, das wurde nicht wirklich erkannt. Ja, das war vielleicht auch mein Fehler, dass ich das nicht entsprechend vielleicht vorbereitet habe und auch nicht nochmal durch zusätzliche Aspekte ermuntert habe, da Fragen zu formulieren. Die verschiedenen Medien wurden auch eingesetzt, wurden auch der Nutzen wurde auch erkannt. Insgesamt war aber ein positiver Gesamteindruck. Ich habe das Fach dann irgendwann abgegeben, weil ich etliche andere Sachen gemacht habe. Und das ist aber auch ein Fach, was, sage ich mal, von einem Innovationsgrad her relativ kurzlebig ist. Das heißt, in so einem Fach Audio-Videotechnik, das wiederholt sich oder überholt sich immer relativ schnell. Darum ist das natürlich ein Problem, wenn ich sozusagen die Videos produziert habe, die kann ich vielleicht gar nicht so lange nutzen. Darum habe ich dann irgendwann mir ein anderes Fach vorgenommen, und zwar die theoretische Informatik. Das ist ein Fach, ein Pflichtmodul bei uns im vierten Semester, reines Theoriemodul mit 2 Vorlesungsterminen pro Woche. Die habe ich erstmalig 2010 übernommen. Auch da mit einer klassischen Vorlesung gestartet, begleitet im Lernmanagementsystem. Damals Oscar, dann bin ich irgendwann, sind wir übergegangen zu Teams. Mittlerweile haben wir ja Elias eingeführt. Mittlerweile mache ich das im Elias. Hab dann auch mal angefangen, das Ganze aufzuzeichnen. Da habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen, ne, bis die Vorlesung dann so rund ist, sage ich mal, dass man es auch aufzeichnen möchte. Hab die dann in einem Semester aufgezeichnet, habe mich dann in den Semesterferien hingesetzt und habe die wirklich klein geschnitten, also im Sinne von Videoschnitt. Mittlerweile sind da, glaube ich, 180 Videos von, ich sag mal, 2 bis 10, 15 Minuten Länge. Bei YouTube ist meine Plattform zur Veröffentlichung. Habe parallel ein Skript dazu geschrieben, zeige ich gleich nochmal ganz kurz. Und bin halt auch irgendwann dazu übergegangen, sozusagen die Vorlesung als Präsenzzeit zu verlassen und auch zu diesem Live-Coaching, nach wie vor dieser Begriff, überzugehen. Und das mache ich eigentlich seit dem Zeitpunkt, in jedem Semester, in dem ich diesen Kurs gebe. Ich gebe den immer im Wintersemester, einmal im Jahr. Ja, und was mache ich da im Detail? Na, gucken wir mal rein. Erstmal das Material, das ich habe. Ich habe ein Skript, was relativ umfangreich ist. Das ist aber auch ein Thema. Theoretische Informatik, die ist bei unseren Studierenden, das ist nicht so ganz beliebt. Es ist halt ein sehr formales Fach, sehr formal wissenschaftlich. Ich habe es auch sehr formal aufgezogen mit vielen, ja, wie das so in so mathematisch nahen Fächern vorkommt. Da gibt es Sätze, da gibt es Definitionen, da gibt es Theoremen, da gibt es Beweise. Habe aber sozusagen die Videos integriert, indem ich halt so QR-Codes da reingehängt habe. Die verlinken dann direkt zu dem entsprechenden Video bei YouTube. Habe auch die gesamten Aufzeichnungen, also 90-minütige Länge pro Folge, habe ich auch bereitgestellt, weil sich das Studierende auch mal gewünscht haben. Das ist so das Material, was ich bereitstelle. Wenn ich vor der Frage stehe, Mensch, ich möchte auch gerne Inverted Classroom machen vor dem Hintergrund meines Faches, dann kann man sich natürlich vielleicht auch mal auch auf den, sag ich mal, wachsenden OER-Plattformen. Ich habe ja einfach mal drei rausgegriffen. Einmal das Twillo hier aus Niedersachsen. Vor 2 Wochen war ich bei Orca NRW. Das ist sozusagen die Plattform in Nordrhein-Westfalen. In Bayern gibt es die VHB. Ja, da gibt es, sag ich mal, etliche Fundstellen, auch so übergeordnete Fundstellen. Kann man sicherlich mal gucken, ob da was Passendes für sein Fach dabei ist.
So eine zweite allgemeine Betrachtung, ja, was machen wir eigentlich im Präsenztermin? Da gibt es natürlich haufenweise Methoden, die man einsetzen kann. Das Problem, was man so ein bisschen hat, ist, das habe ich mal versucht mit dieser Grafik auszudrücken, ja, das verhält sich umgekehrt proportional. Und zwar sozusagen die Anzahl der geeigneten Präsenzformate zur Größe der Veranstaltung. Soll heißen, ja, bei kleinen Veranstaltungen habe ich viele Formate, die ich einsetzen kann. Bei der großen Veranstaltung mit 50, 100, 200 Teilnehmenden oder mehr Teilnehmenden, dann ist die Anzahl der Formate, die ich dann während des Präsenzunterrichtes machen kann, schrumpft halt. Das heißt, da muss man sich überlegen, was habe ich eigentlich für eine Veranstaltungsgröße, was ist für ein Format geeignet. Es gibt ein paar Formate, die sind auch bei größeren Gruppen ganz gut. Da ist sowas wie Audience Response Systeme, so Clickersysteme oder so Think Pair Share. Sind auch da ganz gut möglich. Und das muss man natürlich für sich überlegen, Mensch, was kann ich denn da quasi machen? Ich sage mal so ein bisschen, was ich da mache. Ich baue meine Präsenzphasen eigentlich typischerweise immer so in vier Elementen, baue ich die auf. Das erste, ich starte mit einer Selbstreflexion. Ich habe jetzt mal hier die Präsenzsituation dargestellt. Das funktioniert aber bis auf den Papierfragebogen eigentlich in online genauso gut. Ja, also als wir 2020 im März in die Online-Phase gezwungen wurden, da war für mich sozusagen als Betreiber eines Inverted Classroom dieser Schritt eigentlich, das war eigentlich völlig unproblematisch. Und ich habe mich da mit mehreren Kollegen in Deutschland mal ausgetauscht, die das Format einsetzen, die haben das genauso gesehen. Ich habe es jetzt hier mit der Präsenzsituation einfach nur dargestellt. In der allerersten Veranstaltung, wenn die Studierenden sich hätten vorbereiten sollen, starte ich gerne mit so einem Papierfragebogen. Da stehen dann so Fragen drauf. Was haben sie sich angeguckt? Wo gibt es Fragen? Was haben sie vielleicht noch nicht so gut verstanden? Und die Leute, die dann da nichts eintragen, da schließe ich dann draus, Mensch, die haben sich vielleicht gar nicht so gut vorbereitet. Da gehe ich dann nochmal hin, mache eine persönliche Ansprache. Das mache ich aber nur im ersten Termin. Was ich dann aber immer regelmäßig mache, es gibt ein bestimmtes Thema, was ich die Studierenden anschauen sollen. Und da biete ich dann meistens immer so ein, ja, Hörsaalquiz an. Ich nutze ganz gerne das Kahoot-System. Das kann ich natürlich auch mit jedem anderen Clicker-System machen. Da stelle ich halt Verständnisfragen zu den Materialien oder zu den Dingen, die sich die Studierenden hätten anschauen können. Und dann merke ich schon, wie gut denn sozusagen diese individuelle Vorbereitung geklappt hat oder auch nicht. Das ist sozusagen die erste Phase. Dann gehe ich ein auf Fragen und Antworten. Das kombiniere ich auch manchmal mit diesen Hörsaalquizzen, dass wenn ich feststelle, Mensch, da ist beispielsweise eine Frage ganz und gar nicht gut oder falsch, richtig oder halt falsch beantwortet worden, dass ich dann noch mal eine ganz kurze Wiederholung vielleicht dazu mache oder ganz kurz darauf eingehe oder noch mal explizit nachfrage, Mensch, was war denn das Problem da vielleicht bei? Und mache dann im Prinzip eine Erläuterung an der Tafel. Wenn ich es halt online machen würde, würde ich es halt auf dem iPad machen, was ich dann beispielsweise spiegle. Ja, und die dritte Phase, das ist eigentlich die wesentliche Phase vom Zeitumfang her, dass ich typischerweise Übungsblätter rausgebe, die dann in Kleingruppen bearbeitet werden. Zwei, drei Studierende, manchmal arbeiten Studierende auch alleine. Und das ist sozusagen die Phase, wo halt aktiv gearbeitet wird. Ich habe den Komfort, dass unsere Gruppengrößen eine Form haben, wo ich dann auch noch zu jeder Gruppe hingehen kann. Wenn ich natürlich da, ich sag mal, mehr als 50 Personen im Raum sitzen habe, wird das schon schwierig. Da muss man dann vielleicht auf andere Formate übergehen. Aktives Plenum beispielsweise ist ein Format, wo ich im Prinzip Aufgaben an die gesamte Gruppe stelle. Think Pair Share kann ich zu zweit oder zu dritt machen oder Murmelgruppen, wo im Prinzip Dinge ausgegeben werden, dann in kleinen Gruppen nochmal da diskutiert wird. Und wenn es irgendwie geht, versuche ich mich auch zu jeder Gruppe mal hinzusetzen, mal zu horchen, wie sie sich gerade fühlen, wie sie mit den Aufgaben klarkommen, wo sie Schwierigkeiten sind, um dann wirklich individuellen Support zu leisten. Ich hatte eben eingangs erwähnt, ich habe eigentlich ein relativ gutes Gespür nach einiger Zeit, wie die Studenten denn sozusagen in dem Semester mit meinem Fach dann zurechtkommen. Und natürlich ist, sagen wir so, der Inhalt des Faches ist auch irgendwie, wenn ich es in Buchform bringen würde, wären das irgendwie Kapitel. Und ich sage mal, ich gebe halt immer raus oder auf, was denn zur nächsten Veranstaltungsstunde vorbereitet werden soll. Und da die theoretische Informatik da nicht so ganz einfach ist, mache ich dann immer so eine Mini-Vorlesung, ich sag mal so 5 bis 10 Minuten, wo ich dann so die zentralen Ideen erläutere. Ja, keine Ahnung, ich führe beispielsweise das Modell der Turing-Maschine ein.
müssen Sie jetzt nicht verstehen, ist ein wichtiges Modell in der theoretischen Informatik. Ja, dann gebe ich im Prinzip so eine, ja, Impulsvorlesung, nenne ich das immer ganz gerne, wo ich dann so die wesentlichen Ideen eigentlich völlig informell, gar nicht mal so sehr auf das eingehe, was jetzt im Skript beispielsweise steht. Da ist das formal erläutert mit vielen wilden Formeln, sondern versuche die Idee, hinter dem Konstrukt zu erläutern, um dann den Einstieg in diese individuelle Vorbereitungsphase den Studierenden zu erleichtern. Ja, das mache ich dann eigentlich mal wirklich spontan an der Tafel. Aber wenn dann Fragen kommen, können wir noch mal ein bisschen drüber reden. Das sind sozusagen die vier Dinge, die ich quasi während meiner Präsenzzeit mache. Ja, was sagen die Studierenden dazu? Auch hier eher so informell. Da habe ich mal so ein Spektrogramm gemacht, da habe ich sie mal gefragt. Muss ich vielleicht noch dazu sagen. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt sind die bei mir in der Veranstaltung, Viertsemesterveranstaltung, war das Erstkontakt mit dieser, mit diesem Format Inverted Classroom. Das kannten sie vorher noch nicht. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Das haben einige Kolleginnen und Kollegen bei uns ja auch aufgegriffen, das Format. Aber zum damaligen Zeitpunkt, ich habe dann die Frage gestellt, ja, ICM-Lehrmethode mit der selbstständigen, eigenverantwortlichen Vorbereitung ist die ideale Veranstaltungsform für mich. Nach links sollten diejenigen gehen, die mit Ja beantworten, nach rechts die mit Nein. Und man sieht, es ist breit gestreut. Ja, und das wird auch nach wie vor so sein. Da gibt es Fans von dem Modell, die würden sich dann irgendwie links positionieren. Es gibt auch Leute, die würden sich ganz rechts positionieren. In dem Kurs ist es mir in Erinnerung geblieben, die Person, die das Format gar nicht gut fand, ganz rechts, die hat die beste Klausur geschrieben, habe ich mir gemerkt. Ja, also das Spektrum ist breit verteilt und Nathalie hatte das ja eben auch schon gesagt. Wir haben das ja auch untersucht, das Format in einer relativ aufwendigen Untersuchung und einfach so ein paar Erkenntnisse. Das kann man ja gerne nachlesen, auch sozusagen, wenn man dann noch mal im Detail einsteigen möchte. Was ganz wichtig ist, einfach eine Rollenklärung am Anfang und auch die Erwartungshaltung, die sozusagen ich aus meiner Sicht als Lehrer an die Studierenden habe, nämlich insbesondere diese Eigenverantwortlichkeit. Das ist überhaupt kein Selbstläufer, hatte Nathalie eben auch bei der Einleitung schon ganz kurz gesagt. Man selbst, dass man wirklich diese Rolle einnimmt, Berater, Coach, dass wenn man feststellt, die Studierenden kommen unvorbereitet, dass man nicht sozusagen darauf, ich sag mal, hereinfällt und sagt, naja, die haben sich jetzt nicht vorbereitet, irgendwas muss ich ja noch machen, dann lese ich jetzt trotzdem vor. Ja, also dass man dieses Konzept, was man hat, nicht untergräbt, sondern dass man auch wirklich ein gewisses Durchhaltevermögen beibehält. Das kann ich einfach nur empfehlen. Die Entwicklung der Materialien ist aufwendig. Da kann man sich jetzt lange darüber unterhalten, wie beispielsweise, wie perfekt diese Videos sein müssen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen guten Ton hat. Das Bildmaterial, das muss jetzt nicht Hochglanzproduktion sein. Ja, also sagen wir, so eine Vorlesungsaufzeichnung reicht da völlig aus. Und das ist eigentlich auch wirklich schnell gemacht. Ja, wir haben das damals überlegt, wir haben das ja betitelt, wer profitiert, wer verliert. Ganz kurz zusammengefasst, naja, die Lernenden mit aktiver Teilnahme an dieser In-Class-Phase und mit guter Selbstregulationskompetenz, die also wirklich sich selbst motivieren können, hinsetzen können, das Material im Vorfeld durcharbeiten, das sind sicherlich die, die profitieren. Ja, und die das vielleicht gerade nicht haben, da sind natürlich die, die verlieren. Da muss man sich halt überlegen, wie kann ich denn die unterstützen, wie kann ich die vielleicht mit zusätzlichen Supportstrukturen irgendwie begleiten. Und da war bei mir im Prinzip der Gedanke entstanden, dass ich im Prinzip versuche, nochmal so einen organisatorischen Rahmen hier mit einzubringen. Und das ist sozusagen jetzt das dritte Beispiel für ein Inverted Classroom. Da würde ich ganz gerne einen ganz kurzen Exkurs machen. Da habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, dass ich sage, Mensch, ich verbinde jetzt mal den Inverted Classroom mit der Scrum-Methodik. Scrum ist im Prinzip entwickelt. Es ist eine Methodik, letztendlich stammt aus der Produktentwicklung aus Japan. Im Kontext der Informatik ist es nochmal populär geworden durch Schwaber und Sutherland, die diesen Scrum-Guide entwickelt haben. Und es als Methodik für die Softwareentwicklung verstehen. Und heute ist es aber eigentlich, sage ich mal, ein Framework für ja, selbstorganisierende Teams. Sehr stark in der Softwareentwicklung, aber allgemein ist das natürlich eine Methodik, die man auch sehr gut in der Produktentwicklung und gleich Software anwenden kann. Aber auch als Projektmanagement-Methodik. Was ist die Idee von Scrum? Erstmal basiert quasi auf der Grundidee der empirischen Prozesskontrolle, was soll das heißen? Naja, ich habe im Prinzip drei Säulen,
Transparenz. Ich gehe also sozusagen offen mit den Dingen um, die mich gerade im Umfeld meines Projektes, was ich da vielleicht durchführe, beschäftigen. Auch mit den Dingen, die vielleicht nicht so gut laufen, insbesondere mit den Dingen, die nicht so gut laufen. Einer regelmäßigen Überprüfung, das ist die zweite Säule. Und das dritte ist die Anpassung, wenn ich feststelle, dass irgendwas nicht so gut funktioniert hat. Und das betrifft insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den handelnden Akteuren. Ja, und dann gibt es noch so ein paar, sage ich mal, Wölkchen, die da oben drüber schweben, dass ich ein klares Commitment zu der Methode habe, dass ich mich fokussiert auf meine Projekte konzentriere, dass ich offen mit den Dingen umgehe, die mich bewegen, auch gleich mit den Dingen, die nicht gut laufen, respektvoller Umgang miteinander und auch mutig vorangehe, auch wenn ich Dinge noch nicht weiß, wie die denn vielleicht zu lösen sind. Genau, und das ist ein Bild, wenn man mal irgendwie nach Scrum googelt, gibt es ein ähnliches Bild in ganz unterschiedlichen Varianten und Farbvariationen, aber so im Kern stellt das eigentlich ganz gut den Ablauf von Scrum dar. Das fängt im Prinzip auf der linken Seite an. Ich habe die Vorstellung von einem gewissen Produkt. Typischerweise steht dann da vielleicht ein Auftraggeber, der, nehmen wir jetzt mal das Beispiel einer Software, wenn er Software entwickelt haben möchte, bespricht das mit einem sogenannten Product Owner. Es gibt klar definierte Rollen in Scrum. Da ist es, eine Rolle ist der Product Owner. Das wird festgehalten in einem sogenannten Product Backlog. Ja, früher hätten wir sowas vielleicht Anforderungskatalog genannt. Dann gibt es eine zweite Rolle. Das ist sozusagen, sind mehrere Personen. Das ist das Scrum Team. Das sind dann diejenigen, die tatsächlich an dem Produkt arbeiten. Und dann gibt es noch eine dritte Rolle, das ist der Scrum Master, der im Prinzip den Ablauf von Scrum so ein bisschen im Blick behält. Es gibt mehrere sogenannte Artefakte. Ein Artefakt, das Product Backlog, habe ich gerade schon genannt. Dann gibt es das Sprint Backlog. Das ist nämlich die Idee von Scrum, ist, dass ich sozusagen dieses Produkt, was ich hier definiert habe, inkrementell weiterentwickle. Also ich sage, ich entwickle einen Teil des Produktes in einem gewissen Zyklus, 2 bis 3 Wochen. Ja, dann gucke ich mir an, wo ich stehe und dann entwickle ich weiter. Das heißt, es muss eine Weiterentwicklung dieses Produktes möglich sein. Passiert innerhalb eines Sprints hier. Und was ich in einem Sprint mache, was ich mir da vornehme, das wird im Sprint-Backlog festgehalten. Und am Ende eines Sprints kommt sozusagen ein Produkt-Increment heraus, sozusagen ein Zwischenprodukt, was einen gewissen Funktionsumfang hat, dessen, was ich eigentlich insgesamt haben möchte. Ja, und dieses Produkt wird halt mit Sprint für Sprint weiterentwickelt. Neben diesen Artefakten gibt es halt gewisse Events. Das fängt an mit einer Sprintplanung, dass sich das Scrum-Team überlegt, was mache ich denn im nächsten Sprint? Dann steigt man in den Sprint ein. Typischerweise macht man Daily Scrum. Da stimmt sich das Team intern ab, wo sie gerade stehen, wo es Schwierigkeiten gibt, was jeder beigetragen hat. Da muss man sich überlegen, wie man das im Hochschulkontext umsetzt, weil man sitzt nicht typischerweise täglich zusammen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, und dann zum Ende eines Sprints gibt es da nochmal 2 Events. Das ist einmal das Sprint Review. Da guckt man sich an, was habe ich denn von dem, was ich mir in diesem Sprint vorgenommen habe, erreicht? Wie ist denn der Zustand meines Produktes sozusagen zum Ende dieses Sprints? Vielleicht hat man alles erfüllt, was man sich am Anfang vorgenommen hat, oder man hat auch Dinge vielleicht nicht erreicht. Dann wird das vielleicht im nächsten Sprint mit übernommen und in den nächsten Sprint kommen dann vielleicht auch weitere Punkte hier aus dem Product Backlog. Und eine ganz wichtige Phase aus meiner Sicht, ich finde es eigentlich die wichtigste Phase an dieser Stelle, ist diese Sprint-Retro. Da guckt man sich nämlich an, wie wir eigentlich zusammengearbeitet haben. Da gucke ich mir nicht mehr an, was ist das Ergebnis, sondern ich gucke mir nur an, wie haben wir im Team zusammengearbeitet und was können wir denn festhalten, was gut geklappt hat und was halt auch nicht so gut geklappt hat, damit es dann im nächsten Sprint besser gemacht werden kann. Typische Zeitaufwände, das ist das, was man so typischerweise bei Scrum macht, das ist jetzt für uns vielleicht nicht so relevant. Genau. Das Ganze ist dann irgendwann auch in der Bildungslandschaft mal gelandet, unter dem Stichwort EduScrum aus dem niederländischen Raum, insbesondere an Schulen verbreitet, und orientiert sich sehr stark an Scrum, ist aber sozusagen auf die Gegebenheiten der Schule angepasst und versteht sich auch als Rahmenwerk zur Begleitung von Lernenden, ja, wo insbesondere auch ein eigenverantwortlicher Lernprozess sozusagen vollzogen wird. Genau, und das ist sozusagen so eine Grafik aus der EduScrum-Community und da findet man
etwas anders dargestellt, aber im Prinzip die gleichen Elemente wieder, die wir auch gerade bei Scrum gesehen haben. Ja, man bildet im Prinzip ein Team. Hier vorne wird sozusagen die Aufgabe, das Projekt definiert. Man bildet das Team, dann gibt es eine Planung, dann gibt es diesen Arbeitszyklus. Das sind im Prinzip diese Sprintzyklen. Dann gibt es ein Review, dann gibt es eine Retro und dann gibt es hier auch wieder einen Link in die nächste Planung. Also sozusagen vom Ablauf her eigentlich vollkommen identisch. Es gibt ein paar andere Bezeichnungen, aber so die Kernidee ist eigentlich ganz identisch. Was ich da ganz spannend fand, ne, erstmal noch ganz kurz, so die Rollen, wie überträgt man das jetzt auf die Lehrsituation? Wer übernimmt die Rollen, die Scrum-Rollen, Product Owner? Das ist typischerweise die Lehrperson. Ganz wesentlich für die Motivation, warum denn Inhalte sozusagen erarbeitet werden sollen und was gelernt werden soll. Und das ist aber eher so eine begleitende, ja, ich will nicht sagen überwachende, sondern wirklich so eine begleitende Rolle, die man da einnimmt. Und man hat einen Blick sozusagen auf den Prozessablauf im Ganzen. Dann gibt es das Scrum-Team. Das beschäftigt sich jetzt selbstständig mit den Inhalten. Da gehe ich gleich nochmal so ein bisschen drauf ein. Dann vor dem Hintergrund der Vorlesung Algorithmen-Datenstrukturen. Die definieren sich sozusagen auch ihre Lernziele. Ja, also ich definiere die so im Groben, aber so im Detail wird das dann runtergebrochen von dem Scrum-Team. Es gibt auch verbindliche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im Team. Und idealerweise haben die vielleicht auch unterschiedliche Kompetenzen. Einer hat vielleicht eine bessere planerische Kompetenz, der andere hat vielleicht eine bestimmte fachliche Kompetenz. Idealerweise hat man da, wie das heute bei so einem Projektteam auch ist, auch unterschiedliche Fähigkeiten seitens der Studierenden. Und das Dritte, sozusagen die Rolle des Scrum Masters. Anfänglich macht das sicherlich noch die Lehrperson, aber ich versuche das immer überzugeben an aus dieser Studierendengruppe. Im ISO-Scrum-Kontext wird das typischerweise Team-Captain oder Kapitänin genannt. Der oder die stellt im Prinzip den Ablauf dieses ISO-Scrum-Prozesses sicher, arbeitet aber auch selbst im Team mit. Also ist nicht sozusagen isoliert, das ist ein kleiner Unterschied zu Scrum. Hier ist es auch Bestandteil des arbeitenden Teams. Was ich ein wichtiges Instrument finde, hier eher so schematisch dargestellt, ist, dass ich im Prinzip meinen Lernfortschritt irgendwie einmal den Inhalt, den ich mir erarbeiten möchte, festhalte und auch so ein bisschen den Lernfortschritt sichtbar mache. Und bei EduScrum, die arbeiten damit zu einem sogenannten Planungsflap, gibt es verschiedene Aspekte drauf. Da werden hier eher so die Lernziele als Stories und Celebration-Kriterien so im Groben festgehalten. Hier steht dann beispielsweise, das hatten wir eben, Turing-Maschine hatte ich eben genannt, da steht dann beispielsweise eine Story wäre dann irgendwie Turing-Maschine. Das breche ich dann runter in kleinere To-Dos. To-Dos sind immer Dinge, da kann ich eine Zuständigkeit dran schreiben und ich kann idealerweise auch einen Aufwand dran schreiben. Ja, das wäre dann beispielsweise bei so einer Turing-Maschine. Naja, ich habe mich mit der Definition der Turing-Maschine auseinandergesetzt und habe sie im Idealfall auch verstanden. Dafür setze ich jetzt mal eine Stunde an. Dann kann ich das hier auf so ein To-Do-Kärtchen. Das ist so ein typisches Kanban-Board, ja, wo ich meine To-Dos habe, die dann irgendwann mal in Arbeit sind. Und idealerweise sind sie dann auch irgendwann mal erledigt. Dann gibt es weitere Dinge auf diesem Board. Da möchte ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Da kann man gerne im Nachgang nochmal drüber sprechen. Aber insbesondere sowas wie Definition of Fun. So Regeln zur Zusammenarbeit, so heißt es halt im EduScrum-Kontext, auch ein Run-Up-Chart, dass man sagt, okay, ich mache so eine gewisse Aufwandsschätzung und sehe dann im Prinzip auch meinen Lernfortschritt, also sichtbar machen des aktuellen Lernfortschrittes. Genau, jetzt wenden wir das mal an auf eine Veranstaltung bei uns an der Hochschule Osnabrück. Das habe ich eingesetzt oder setze das auch nach wie vor ein im Modul Algorithmen und Datenstrukturen. Ist ein Pflichtmodul im zweiten Semester in zwei Informatikstudiengängen der Medieninformatik und technischen Informatik. Ist bei uns konzipiert als ein V3 plus P1, heißt dreistündige Vorlesung mit einem einstündigen Praktikum, also relativ theorielastig mit V3. Im zweiten Semester haben wir typischerweise sowas zwischen 50 und 70 Studierende. Und das sind, sage ich mal, so Kernthemen der Informatik, algorithmisches Denken, Wechselwirkungen, Algorithmen, Datenstrukturen. Das war zumindest, wenn ich mich recht entsinne, früher die Info A in der, an der Uni Osnabrück. Genau. So, und auch hier wieder dieses gleiche Bildchen, was ich eben hatte. Ich habe die mal irgendwann ganz frühzeitig gemacht, 2007, 2008.
Dann habe ich die lange Zeit nicht mehr gemacht. Dann bin ich da wieder eingestiegen 2017 und seitdem mache ich sie halt in jedem Sommersemester, die Veranstaltung. Da habe ich mich dann schneller getraut aufzuzeichnen. Ja, begleite das auch wieder mit einem Lernmanagementsystem, Textbook, früher Folien. Heute habe ich alles auf einer elektronischen Plattform, zeige ich gleich ganz kurz. Zeichne auf, habe das mittlerweile auch alles bei YouTube abgelegt. Ja, und es gibt begleitende formative Assessments. Und eigentlich seit 2018 führe ich in diesem Kurs auch diesen Inverted Classroom ein und habe das jetzt seit 2020, habe ich das halt mit Scrum kombiniert. So, ich hatte eben gesagt, Scrum ist eine Methodik zur Produktentwicklung. Das heißt, ich muss mir jetzt im Kontext meiner Veranstaltung Gedanken machen, was sind denn eigentlich meine Produkte? Ich hatte eben gesagt, wir haben eine V3P1, das heißt, wir haben einen Vorlesungsteil und wir haben einen praktischen Teil. Und ich habe quasi für jeden dieser Teile ein Produkt definiert. Und zwar habe ich als Produkte, das ist natürlich bei einer Informatikveranstaltung ganz einfach, ich entwickle erstmal ein Softwareprodukt. Ja, das ist sozusagen für diesen praktischen Teil. Das ist hier quasi mein Praxisprojekt. Und ich habe einen Theorieteil, auch da muss ich ein Produkt entwickeln. Da habe ich mir überlegt, oh, da machst du mal möglichst den Studierenden mal eine kurze Zusammenfassung zu schreiben, typischerweise 2 bis 3 Seiten. Ich habe das Semester eingeteilt in 3 große Sprints, ja, und pro Sprint können Sie quasi eine Zusammenfassung schreiben, die Sie dann auch als Hilfsmittel für die Klausur verwenden dürfen. Das sind sozusagen pro Sprint sind das meine jeweils 2 Produkte, Theorieteil, eigene Zusammenfassung und Praxisteil, ein kleines Programmierprojekt. So, wie arbeiten wir da jetzt? Ne, erstmal hier, genau, mit welchen Materialien arbeiten wir? Ich habe das mittlerweile alles überführt in einen Online-Kurs in unserer Ilias-Plattform. Das heißt, ich habe nicht nur Videos, sondern ich habe auch ganz viel Textmaterial dort verfasst. Und wenn ich jetzt einen Sprint-Backlog formuliere, hatte ich ja gesagt, das ist im Prinzip die Aufgabe, die jetzt im Sprint zu bearbeiten ist, gibt es da erstmal so einen thematischen Überblick. Dann habe ich das Theorie-Backlog. Da steht quasi drin, das sind alles die Dinge, die Kapitel, die durchzuarbeiten sind. In welcher Reihenfolge die Studierenden das machen, ist mir völlig egal. Das überlasse ich ihnen. Auch wie sie sich das aneignen, ob beispielsweise bei einem 4-köpfigen Team sich jeder alles anguckt oder jeder alles, oder ob sie sich das aufteilen. Ja, dass, sage ich mal, die Theorie der Sprints nochmal runtergebrochen wird in ein paar kleinere Teile und dann informieren Sie sich sozusagen gegenseitig. Das überlasse ich komplett den Studierenden. Dann gibt es einen Praxis-Backlog. Das ist sozusagen die Aufgabenbeschreibung für dieses kleine Praxisprojekt. Das machen wir mittlerweile, auch die ganze Planung machen wir mit GitLab. Im Prinzip so eine Plattform in der Informatik für verteilte Softwareentwicklung. Zu jedem Thema gibt es dann nochmal kleine Übungsaufgaben als Verständnischecks. Ergänzend zu dem, was ich dann während der Präsenzphase mache. Und ich habe hier einfach nur mal ganz kurz dargestellt, wie dann beispielsweise so eine Zusammenfassung von Studierenden aussieht. Ja, da lege ich immer Wert drauf, dass sie das per Hand schreiben, dass sie sich also nicht einfach, sage ich mal, gedankenlos zusammenkopieren aus den elektronischen Materialien, das ist ja schnell gemacht, sondern dass sie da wirklich nochmal per Hand drangehen, sich Gedanken machen, Mensch, was packe ich denn auf diesen Zettel drauf? Und genau, die geben den dann zum Ende des Sprints bei mir ab und ich gebe ihnen den dann zur Klausur wieder. Ja, das hier der praktische Teil. Wir haben da so eine kleine Softwareumgebung entwickelt, so in Anlehnung an den C64, so eine Konsole, sowas wie so ein kleines Betriebssystem entwickelt. Und da betten wir unsere Programmieraufgaben ein. Das heißt, die Studierenden bekommen ein relativ großes Programmierprojekt, was sie sich quasi in ihre Entwicklungsumgebung herunterladen. Ist für Zweitsemesterstudierende eine Herausforderung, aber auch gerade diese Offenheit bei dieser Aufgabenstellung und diese Komplexität führt halt auch dazu, dass sie sich nochmal intensiver mit den Dingen da auseinandersetzen, die ich da vermitteln möchte. Wenn ich jetzt hier so eine Veranstaltung habe, Algorithmen, Datenstrukturen, da fängt man häufig an mit so ganz klassischen Algorithmen zum Sortieren. Die finde ich halt an ganz vielen Ecken im Netz und dann kann ich die auch schnell anpassen. Aber wenn ich sie hier in so eine vorhandenes Softwareprojekt integrieren möchte, dann ist das nochmal ein anderer Ansatz. Da müssen Sie sich nochmal intensiver mit auseinandersetzen. Darum haben wir diesen Weg da gewählt. Genau, wie bette ich das jetzt sozusagen, wie führe ich das jetzt hier zusammen? Ich habe das mal mit Hilfe dieser Grafik gemacht. Hier ist sozusagen das Äußere, ist wieder mein Scrum-Zyklus. Ja, und sozusagen innerhalb dieser Sprints
habe ich quasi diesen Zyklus, den ich aus diesem ICM habe. Wir haben bei uns ja, was haben wir, 12 Wochen ungefähr, 13 Wochen im Semester. Das heißt, wenn ich das runterbreche auf 3 Sprints, komme ich da in etwa auf 3, 4 Wochen pro Sprint. Ja, jetzt habe ich sozusagen, das sind 3 bis 4 Wochen. Und dann sozusagen wöchentlich treffe ich mich natürlich mit den Studierenden. Ich gehe jede Woche in den Hörsaal. Das sind meine Produkte, die sich dann sozusagen über das Semester entwickeln. Das Softwareprojekt wird weiterentwickelt. Die Zusammenfassung, da gibt es für jeden Sprint eine. Genau. Und wenn ich das dann sozusagen in Gänze über ein Semester betrachte, ja, das soll sozusagen der Semesterablauf sein. Das hier oben sind meine wöchentlichen Termine, diese ICM-Cycle. Dann habe ich hier meine 3 Meilensteine, meine wöchentlichen Termine habe ich jetzt mal hier so runtergebrochen. Ich starte da im Prinzip jede Veranstaltung mit einem kurzen Stand-up, wo die Studierendenteams sich kurz abstimmen. Ja, und zum Ende eines Meilensteins führe ich wirklich ein Sprint-Review und ein Sprint-Retro durch. Gehe ich gleich noch ganz kurz drauf ein. So teile ich quasi mein Semester auf. Ja, wir haben 3 große Sprints. Wöchentlich mache ich meine ganz regulären Veranstaltungen. Was ich dann mache, sage ich gleich. Und zum Ende eines Sprints mache ich mit jedem einzelnen Team ein Review und ein Retro. Genau. Was mache ich in der Präsenzphase? Die ist typischerweise als mit 2 Veranstaltungsterminen pro Woche eingeplant. Dazu kommt noch das Praktikum. In den typischen Vorlesungstermin hatte ich eben schon gesagt, da machen wir Stand-up-Meetings. Auch da mache ich Hörsaalquizze. Ja, ich habe sowohl Quizze als im Lernmanagementsystem Milias, als auch Hörsaalquizze, auch da nutze ich Kahoot, um nochmal auf Themen des aktuellen Sprints einzugehen, um in den Dialog zu kommen, um Fragen zu klären, wenn Fragen auftauchen und natürlich auch Arbeit in Kleingruppen, mit Kleingruppen diskutieren. Im Praktikum, im Wesentlichen haben wir da individuellen Team-Support, das heißt, ich mache keine größeren Veranstaltungen während dieser Praktikatermine, sondern ich treffe mich mit den Studierenden in Kleingruppen und natürlich am Ende eines Sprints mache ich mit jedem Team relativ ausführlich ein Review und eine Retro. Was machen wir in der Review? Nee, erstmal mal hier dieses Planungsboard. Das ist aus dem Sommersemester 21 zum elektronischen Whiteboard gemacht. Ich habe es mit Miro gemacht. Ich weiß nicht, an der Uni wird ja irgendwie Colorboard eingesetzt, glaube ich, oder irgendein anderes Whiteboard. Wenn ich einen festen Hörsaal habe, kann ich es natürlich auch auf dem Blatt Papier machen. Es geht nur darum, sozusagen das sichtbar zu machen, wo man gerade steht. Was sind sozusagen die aktuellen Themen? Im letzten Semester haben wir es in GitLab gemacht. Das ist eine Plattform für die Softwareentwicklung. Also diejenigen, die aus der Informatik kommen, die werden mit der Begrifflichkeit was anfangen. Das ist insbesondere für mich nochmal spannend, weil das halt auch ein Tool ist, was sozusagen in der späteren Berufspraxis von Relevanz ist für unsere Informatik-Absolventen und Absolventinnen. Genau. Ja, was mache ich im Review? Im Review, auch das steuern wir über GitLab. Da haben wir dann quasi automatisierte Tests, die dann für die Aufgaben sozusagen bereitgestellt werden. Die Studierenden können dann testen und gucken, ob die Aufgaben, die sie gelöst haben und entwickelt haben, ob die es denn auch tatsächlich tun. Ja, ich habe das hier unten mal so angedeutet, ja, beispielsweise sortieren. Dann testen die das häufig im Kleinen, 10, 20, 100 Elemente. Und wir haben halt auch Testcases, wo wir dann mal 5 Millionen Elemente sortieren. Ja, und dann ist es häufig schon der Fall, dass dann der Algorithmus, der in den Kleinen noch ganz gut funktioniert hat, dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Ja, mir geht es nicht darum, sozusagen da jetzt die schlechten Lösungen herauszupicken, sondern mir geht es auch darum, dass man sich mal in so einer Veranstaltung über Qualität von Software auseinandersetzt oder unterhält und dann vielleicht auch über die Fehler in die Diskussion kommt mit den Studierenden über ihre selbst entwickelten Lösungen. Was da für eine Atmosphäre herrscht, sage ich gleich nochmal. Und das ist ganz wichtig, finde ich, das ist die Retro, nämlich die sowohl individuell als auch die Reflexion im Team, wie denn die Zusammenarbeit geklappt hat. Ja, und das mache ich häufig auch auf einem Whiteboard, sozusagen, da gibt es ja unterschiedliche Formen, wie man so ein Retro durchführen kann. Hier einfach so eine klassische dreiteilige Retro. Ja, was lief in der Zusammenarbeit gut? Was möchten wir nicht mehr und was möchten wir jetzt neu ausprobieren? Dann für den nächsten Sprint. Ja, und in der Regel, das ist jetzt hier irgendwie ganz ordentlich ausgefüllt von der Gruppe, kommen dann wirklich Dinge raus, die dann für die Zusammenarbeit im nächsten Sprint, sozusagen dann
mit berücksichtigt werden. Und ich finde, dieses Thema kritische Reflexion des eigenen Handelns, das können wir nicht häufig genug mit den Studierenden machen, um halt auch dieses eigenverantwortliche und auch aus Fehlern lernen, um das irgendwie weiterzuentwickeln. Genau, einfach mal so ein Feedback. Da habe ich jetzt, wir haben keine umfangreichen Untersuchungen gemacht. Ich hatte das im letzten oder vorletzten Semester probiert, aber die Studierenden haben da irgendwie so schlecht an meinen Befragungen teilgenommen, dass wir da keine validen Ergebnisse rausbekommen haben. Aber ich habe in dem einen Semester habe ich einfach mal so eine Befragung gemacht. Ich habe hier einfach mal ein paar Stimmen wiedergegeben. Und mir hat insbesondere ist mir die letzte Aussage ganz wichtig. Und zwar, ich freue mich immer auf diese Review-Termine. Diese Review-Termine, das ist in der Regel sowas wie so eine Prüfungssituation. Ja, die Studierenden haben etwas entwickelt, ja, und dann zeigen sie es der Lehrperson, die muss es jetzt irgendwie kritisch begutachten, ja, und im Idealfall läuft alles irgendwie durch, aber häufig passieren natürlich auch Fehler. Ja, und häufig ist es ja so bei uns in den Hochschulen, ja, wenn Fehler gemacht werden, dann fällt man halt irgendwie durch. Ja, aber wenn mein Student sagt, er freut sich auf die Review-Termine, dann ist das für mich das Signal, dass wir wirklich eine gute Atmosphäre haben, um mit den Studierenden über ihre eigenen Arbeiten zu diskutieren. Und wenn dann Fehler entstehen, dann ist das okay. Dann kann man halt beim nächsten Sprint es halt besser machen. Ja, und darum finde ich das so wichtig, weil es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass man da wirklich eine konstruktive und offene Arbeitsatmosphäre hat, wenn man mit den Studierenden zusammenarbeitet. Ich spüre das häufig, dass da doch immer irgendwie eine Hemmschwelle ist, Fragen zu stellen. Ich hatte jetzt gerade wieder mit unserer ME1-Gruppe diesbezüglich gesprochen. Die halten sich einfach zurück. Und das kann man nicht stark genug befördern, dass man wirklich einen offenen und auch empathischen Dialog führen kann. Aber ich sehe da einfach eine große Chance in diesem Format. Das jetzt quasi nochmal so zum Abschluss. Was sind eigentlich meine persönlichen Argumente? Einmal kann ich natürlich hier in dieser Kombination jetzt von Scrum mit diesem Inverted Classroom ist jetzt gerade im Kontext unserer Informatikstudiengänge ganz, ganz, ganz interessantes Element, weil natürlich da eine Methodik eingesetzt wird, die später in der Berufspraxis einfach zum Tragen kommt. Und das ist auch das, was wir im Gespräch mit Arbeitgebervertretern und Vertreterinnen erfahren, dass gerade so berufspraktische Tools und Methodiken, dass wir das schon frühzeitig in unsere Veranstaltung integrieren. Und das tun wir hier mit so einem Format. In meinen Augen ist das ein gutes Rahmengerüst, um quasi diesen Lernprozess, diesen doch sehr offenen Lernprozess im ICM nochmal so ein bisschen mit zu stützen. Ja, dieses Scaffolding, was wir da eben stehen hatten, Nutzung berufspraktisch relevanter Werkzeuge, Vorgehensmodell, hatte ich eben gerade schon mal gesagt. Und das den Studierenden auch immer deutlich machen, ja, diese Übernahme der Verantwortung. Ja, und da sind wir dann im Prinzip an einem Punkt, wir sind gerade in der Diskussion, wie wir denn diese sogenannten Zukunftskompetenzen, Future Skills, wie wir das denn zukünftig noch stärker in unsere Studienprogramme aufnehmen. Und ich glaube schon, dass doch durch so freiere Lernkonzepte man diese ein oder andere Kompetenz irgendwie ganz gut adressieren kann. Ja, das glaube ich, dass das dann einfach eine gute Chance ist, dann beispielsweise so Veranstaltungen zu diesem Thema Future Skills nicht sozusagen separat zum eigentlich fachlichen Curriculum anzubieten, sondern das sozusagen integriert zu machen. Ja, integriertes Vermittlung von überfachlichen Kompetenzen mit auch Fachkompetenzen jetzt aus der Informatik heraus. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Es gibt eine ganz schöne Tagung zu diesem Inverted Classroom, findet seit 2012 meine ich statt, jetzt die 11. Auflage. Die ICM Beyond findet im kommenden Frühjahr im Februar in Chur in der Schweiz statt. Und zweitägige Veranstaltung, bei der sich alles rund um den Inverted Classroom dreht. Und wir haben das dieses Jahr betitelt unter dem Titel Agile Didaktik für nachhaltige Bildung. Ja, vielleicht gucken Sie da mal drauf auf die Seite. Gibt ein ganz spannendes Programm. Ich selbst werde auch einen Vortrag da halten. Bin auch ein bisschen beteiligt an der Organisation und fahre da eigentlich immer jedes Jahr gerne hin, weil das ein ganz schöner Ort ist, um sich einfach zu diesem Format nochmal auszutauschen. So, und jetzt hoffe ich, bin ich halbwegs in der Zeit.